Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe bei BH Cosmetics bestellt und ja, es ist eine kleine Bestellung. Es ist nicht viel drin, aber ich wollte euch den Inhalt gerne zeigen, denn ich bin mega gespannt auf diese Produkte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal gleich an mit dem Video. So sieht das Ganze von innen aus, also schön abgepolstert auf jeden Fall. Und ich habe mir bestellt einen weiteren Pinsel. Also den habe ich jetzt zweimal, weil ich den einfach echt mega gut finde. Und zwar ist es der Brush 2 Tape Powder Pinsel. Und der sieht eben so aus. Also der ist nach oben hin so ein bisschen angespitzt, sage ich jetzt mal. Und der ist halt auch mega weich und richtig gut. Ich liebe den für die Kontur, für den Bronzer. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach nochmal einen zweiten geholt, weil ich den einfach echt klasse finde. Und der sieht halt, wie gesagt, so aus. Also hier ist hier so ein bisschen bauschiger und dann geht er wieder spitz zu. Also richtig gut. Und der Pinsel ist echt mega. Er hartnäckig, er ist richtig weich einfach, lässt sich gut reinigen, nimmt das Produkt gut auf, gibt das Produkt gut auf die Haut ab. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir noch einen Pinsel bestellt und zwar aus der veganen Reihe. Und zwar ist das der Brush V1 Vegan Large Powder Brush. Sieht so aus. Und der ist vom Design her auch richtig schön, gefällt mir richtig gut. Und zwar sieht der so aus. Der hat hier so einen grau-silbernen Stiel. Dann so, ja, so leicht Lila-Touch, würde ich fast sagen. Diesen Zwischenstück. Und der ist halt auch so unglaublich weich. Und den kann ich mir halt richtig schön für Puder im Gesicht vorstellen. Also richtig schön, gefällt mir echt gut. Und ja, also ich finde die BH Cosmetics Pinsel, gerade diese Einzelpinsel, richtig, richtig gut. Und ja, also wenn ihr die noch nicht kennt, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Die sind auch nicht teuer. Also die kosten, ich glaube, 5 bis 10 Euro sowas. In dem Dreh liegen die. Also richtig gut vom Preis her und auch richtig, richtig gut. Und also wie gesagt, ich mag die echt gerne. Und ja, da wird noch der ein oder andere in meine Sammlung dazukommen. Dann habe ich mir eine Foundation gekauft. Und zwar die BH Liquid Foundation Naturally Fabulous in der Farbe 201 Ivory. Sieht so aus. Also ich finde auch die Verpackungen von BH Cosmetics extrem hochwertig. Also der Flakon hier sieht so aus. Also richtig, richtig schön. Also schaut richtig, richtig hochwertig aus. Und hat hier auch so einen Pumpkopf mit dabei. Und das ist jetzt hier die Farbe. Also sehr, sehr hell. Und das, ich habe jetzt wirklich nicht viel benutzt und kann fast meine ganze Hand damit abdecken. Also sie ist sehr fest von der Konsistenz her. Und deckt auch echt gut ab. Also wenn man die Hände mal gegeneinander vergleicht, hat die schon eine schöne Deckkraft. Und macht halt einfach nochmal so einen ebenen Ton, würde ich sagen. Aber das muss man sich auf jeden Fall mal im Gesicht anschauen, wie sich es da verhält. Und ja, schaut sehr, sehr gut aus. Also auf der Handtest ist schon mal bestanden, gefällt mir richtig gut. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Dann habe ich mir auch einen Concealer bestellt. Und zwar ist es die 101, der Total Coverage Concealer. Sieht so aus. Und der kommt hier in so einer Tube daher.
und hat hier so einen Applikator. Hat doch einen leichten Gelbstich, würde ich jetzt mal sagen. Ganz leicht. Oder leicht drücken, ja. Also ganz, ganz, ganz leichten. Also für mich finde ich Gelbstich. Aber ich glaube, der könnte auch gut decken. Und passt eigentlich auch ganz gut zu dem Hautton und zu der Foundation dazu. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann habe ich mir nochmal nachbestellt. Und zwar das BH Studio Pro Matte Finish Pressed Powder. Und das kommt in dieser schönen Verpackung daher. Das habe ich euch auch schon mal in meinem letzten BH Cosmetics Haul gezeigt. Und das ist hier halt so ein richtig schönes, helles Puder. Und jetzt gerade für den Winter, also wo die Sonne jetzt weg ist, mein Gesicht wäre so blass geworden. Und hier hat man halt wirklich nochmal so eine Quaste mit dabei. Die finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also gefällt mir richtig gut, weil die schön fest ist, schön Produkt auf die Haut bringt. Und das Puder hat halt so einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt. Also gefällt mir richtig gut und ich mag dieses Puder. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das mal an. Das kostet gleich 5 Euro, irgendwas um die 5 Euro. Und finde ich halt echt gut. Ich trage es auch gerade wieder. Also ich finde, das lässt die Haut einfach nochmal schöner ausschauen. Und ja, also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich mag dieses Puder einfach sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir einen HD Brow Pencil geholt. Und zwar in der Farbe Blond. Der kommt so daher, also sehr, sehr schmal, wie ich finde. Hat auch eine sehr schmale Spitze. Und also mit dem kann man auch sehr fein malen. Und es ist so ein aschiger Braunton. Also gefällt mir von der Farbe sehr gut. Und der hat hier hinten auch nochmal so einen feinen Spoolie. Also schaut richtig, richtig gut aus. Und auch richtig hochwertig, ne? Ja, gefällt mir gut. Werde auf jeden Fall testen und bin auf jeden Fall, wie bei jedem meiner Produkte, die ich noch nicht getestet habe, sehr gespannt drauf. Also, ja. Und dann habe ich mir auch noch einen BH Liquid Eyeliner bestellt. Und zwar die Farbe Black. Sieht so aus. Der kommt so daher und hat hier auch eine schöne Spitze und erinnert mich sehr an den Ciate Eyeliner, den ich in einer Glossy oder Pink Box drin hatte. Und den swatche ich jetzt auch mal. Ja, also der gefällt mir auch richtig gut und die Spitze ist auch echt schön. Also man kann mit der echt schön präzise arbeiten. Ja, und auch ein richtig schönes Schwarz. Noch ein bisschen dicker auftragen, also richtig schön deckend, gefällt mir richtig gut und ja, vielleicht wird es eher ein Ersatz für den Ciate Eyeliner, weil den finde ich richtig gut und die Spitze von dem ist im Endeffekt genauso wie bei dem Ciate. Ich kann euch den mal schnell zeigen und zwar meine ich den hier und wenn man die jetzt so nebeneinander hält, kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen, dass die sich sehr, sehr ähnlich sind. Und der, glaube ich, kostet irgendwas um die 20 Euro. Und der halt auch nur unter 10 Euro, glaube ich. Ja, also ich hoffe, dass der den hier ersetzen kann, weil den fand ich echt klasse und den mag ich richtig gerne. Mit dem kann ich richtig guten Eyeliner ziehen. Und wie gesagt, also für ein paar Euro weniger wäre das halt echt top, wenn der genauso gut ist. Ja, ihr Lieben, das waren dann auch schon alle Produkte, die ich mir bei BH Cosmetics bestellt habe und ich bin auf alle Produkte schon sehr, sehr gespannt, wie die sich so verhalten, wie die so sind, wie sie sich auftragen lassen, gerade die Foundation und der Concealer und der Eyeliner. Also ja, freut mich auf jeden Fall mega über die Produkte und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da
Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Für alle, die mir bereits folgen, ein herzliches Danke und schön, dass ihr immer mit dabei seid. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!